Hallo und willkommen zu einem neuen Video aus unserer Reihe Deutsch lernen. In diesem Video geht es um die Wochentage. Die Wochentage und wir sehen uns zunächst die Wochentage an zum Lernen. Und als zweites habe ich eine kleine Übung. Wir üben ein wenig. Die Wochentage. Der Montag. Der Montag. Der Dienstag. Der Dienstag. Der Mittwoch. Der Mittwoch. Der Donnerstag. Der Donnerstag. Der Freitag. Der Freitag. Der Samstag. Der Samstag, der Sonntag, der Sonntag. Noch einmal, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. 7 Tage, der Tag. Montag bis Sonntag, das sind 7 Tage und das ist eine Woche. Die Woche. Und die Woche hat 2 Teile. Einmal Montag bis Freitag, die Arbeitstage. Oder die Arbeitswoche. Der Arbeitstag, die Arbeitstage. Und Samstag und Sonntag, das Wochenende. Das Wochenende. Die Woche hat 7 Tage. Die Tage Montag bis Sonntag. Montag bis Freitag. Die Arbeitstage, Samstag und Sonntag, das Wochenende. Gut, und jetzt solltet ihr euch diese Vokabeln einprägen, diese Vokabeln lernen. Und wenn ihr fertig seid, habe ich eine Übung, eine kleine Übung für euch. Und zwar nehmt etwas zum Schreiben und schreibt die Zahlen 1 bis 7. Und dann habe ich eine Frage. Montag bis Freitag. Wie heißen die Tage von Montag bis Freitag? Schreibt den richtigen Begriff auf. I'll just repeat this in English. So take some piece of paper and a pen and write the numbers 1 to 7. And when you're finished, I want you to write the correct term for the days from Monday until Friday. When you're finished, we'll go on with the next question. Wie heißt der Tag vor dem Freitag? Der Tag vor Freitag. Schreibe den richtigen Tag auf. Wenn du fertig bist, dann kommt die nächste Frage. Wie heißt der Tag nach Dienstag? Nach Dienstag. Schreibe den richtigen Tag. Okay, 4. Frage. Wie nennt man Samstag und Sonntag? Wie nennt man Samstag und Sonntag? Und die 5. Frage. Wie nennt man
Montag bis Sonntag. Wie nennt man die Tage von Montag bis Sonntag? Die sechste Frage. Wie heißt der Tag vor dem Dienstag? Der Tag vor dem Dienstag heißt. Und die letzte Frage. Wie nennt man den Tag nach dem Freitag? Wie heißt der Tag nach dem Freitag? Gut, wenn du fertig bist, dann vergleichen wir die Lösungen. Die Tage von Montag bis Freitag, das sind die Arbeitstage. Der Tag vor Freitag ist der Donnerstag. Der Tag nach Dienstag ist der Mittwoch. Samstag und Sonntag nennt man das Wochenende. Die Tage von Montag bis Sonntag sind die Woche. Der Tag vor Dienstag ist der Montag. Und der Tag nach Freitag, das ist der Samstag. Gut, ich hoffe, du hast alles richtig gehabt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Erfolg beim Deutschlernen.